Ja, hallo zusammen hier auf der Maker Stage. Ich bin der Nick, für die mich noch nicht kennen. Ich moderiere eigentlich da hinten die Future Zone. Aber ich darf euch jetzt hier an der Maker Stage zu einem sicherlich spannenden Vortrag begrüßen, weil gerade in der Industrie 4.0 spielen Autonomous Guided Vehicles eine immer wichtigere Rolle. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt auf den Vortrag von Florian Grams, Nutzen von Open Source Software in Transportrobotern für industrielle Anwendungen. Hi, schön, dass ihr gekommen seid. Ich darf euch heute ein untypisches Thema für Siemens vorstellen. Also hoffentlich wird es immer typischer. Den Open Source Charakter ist meiner Meinung nach immer wichtiger. Und ich darf euch da heute ein paar Beispiele zeigen und auch den Weg ein bisschen, wo es da weiter hingehen wird. Erstmal noch zu mir und meinen Robotern. Ich bin Florian Grams, wie ihr schon gehört habt. Ihr seht hier R2D2, den Namensgeber von meinen zwei Robotern. Wir haben hier einmal den und noch den anderen. Der andere heißt eben R2, ist von der Technischen Hochschule. Auf dem habe ich meine Bachelorarbeit aufgebaut. Den gleichen sehen wir nochmal hier, das ist der D2, unser Development, auf dem wir weitere Arbeiten und Messebesuche eben abfahren werden. Aufgebaut sind sie beide gleich, sind eben schön mit Siemens-Komponenten betrieben worden. Wir haben einen Industrie-PC, der alle Daten verarbeitet. Wir haben eine IoT 2000, die Daten sammelt, mit Gyroskop und GPS, die Lampe ansteuert, einen Knopf bedient. Dann ist es auch immer schön, auf der Maker-Szene mit dabei zu sein. Habe ich auch ein kleines Teaser-Video gemacht. Jetzt. Da seht ihr unseren Stand auf dem Männchen. Hier die Applikation von autonomen Robotern, die über den für Gespräche. Zurück zu meinem Vortrag. Ich werde euch kurz ein paar beispielhafte Einsatzgebiete von AGVs zeigen, weil mittlerweile sind wir im Konsument, also sind AGVs im Konsumentenbereich bis hin zur Industrie zu finden, und da möchte ich ein paar Anregungen geben. Dann möchte ich gerne diese gezeigten AGVs in aus meiner Sicht sinnvollen Klassen ein bisschen unterteilen. Die sind alle verschwommen ein bisschen, aber ich denke, das hilft trotzdem zu sehen, was gibt es für Einsatzbereiche, gerade auch in der Industrie. Dann werde ich euch kurz die Open Source Community ROS vorstellen, was da der Sinn dahinter ist und wie die in der mobilen Robotik das Thema vorangetrieben haben und was man hier genau für Vorteile hat. Dann die Industrieseite, die mittlerweile auch auf dem ROS eben aufbaut. Danach gibt es noch einen kurzen Teaser zu meiner aktuellen Masterarbeit, AGV und Semantic Edge. Und am Schluss möchte ich euch nochmal kurz den Nutzen eben zeigen, wie man innerhalb kürzester Zeit mit ROS so ein AGV zum Fahren gebracht hat. Anfangen möchte ich hier mit Staubsaugerrobotern auf der linken Seite. Das ist kein klassischer Staubsaugerroboter, das ist die Staubsaugerroboter-Basisplattform, die wir in der Hochschule aufgemotzt haben. Wir haben vorne dran einen LiDAR-Laserscanner, wir haben ein Embedded-PC, wir haben WLAN noch mit draufgeschnallt und natürlich eine LED-Brille, weil wir in der Maker-Szene unterwegs sind. So ein Beispiel für sehr kostengünstige, aber trotzdem lustige AGVs. Dann haben wir angefangen an der Hochschule mit dem Summit XL, den ihr auch hier seht. Da ging es darum, Müll in der Wörderwiese in Nürnberg zu sammeln mit einer Spektralkamera. Konnten hier eben Plastikflaschen zum Beispiel gefunden werden, um die Stadt Nürnberg zu unterstützen. Dann Benchmark meiner Bachelorarbeit war es eben, mit diesem Roboter hier Kaffee zu holen, autonom. Schön mit einem Laserscanner sind wir innen losgefahren, hatten eine App, um einen Kaffee zu bestellen. Dann hat er sich entlang gehangelt, haben wir die Tür aufgemacht, draußen ist er mit GPS weitergefahren und konnte dann eben von der freundlichen Barista-Dame einen Kaffee entgegennehmen. Die hat dann den Knopf gedrückt. Dann hat sich der Roboter bewegt, einmal zurück, und wir hatten unseren Kaffee. Und er war noch warm, als er angekommen ist, falls sich das viele fragen. Natürlich noch kein perfektes Einsatzgebiet, aber wir haben hiermit zeigen können, dass unsere Siemens-Produkte zumindest in dieser Welt der AGVs auch was leisten können. Aber haben auch durch GPS und den Laserscanner-System viel gelernt, was wir noch besser machen können.
Auf der anderen Seite haben wir dann mehr industriellen Einsatz von der Technischen Hochschule. Das ist ein Konzept, wie wir im Bereich RoboCup at Work unseren AGV aufbauen werden. Das ist eine omnidirektionale Plattform und wir haben hier ein UR3 eventuell drauf. Das Ziel dahinter ist, in einer simulierten Industrieanlage autonomen Teile zu erkennen, schnellstmöglich von diese Tasks abzuarbeiten, aus Kisten zu greifen, von bewegbaren Förderbändern oder drehbaren Tischen die Teile zu erkennen, zu greifen, mitzunehmen. Das ist schon mal ein Start in die Industrie. Dann haben wir hier unser Pilotprojekt von vor ein paar Jahren von Siemens getrieben, ein industrielles AGV, was sehr schwere Kabeltrommeln autonom und mit freier Navigation von A nach B bringen kann. Und hier noch unsere klassische C-Move-Lösung aus dem Bereich AGV. Geht es darum, wenn man jetzt sehr schwere und Mensch-Maschinen-Mischbetrieb hat, dann braucht man einfach eine sichere Lösung, die auch ein Auto sicher auf einer Spur geführt von A nach B transportieren kann. Jetzt habt ihr so ein paar Beispiele gesehen. Ich würde gerne nochmal auf den Staubsaugerroboter zurückkommen, weil es aus meiner Sicht einfach ein gutes Beispiel ist für die kleinstmöglichen AGVs. Man findet sie ja immer mehr als Staubsauger auch schon zu Hause. Da gibt es, wie ihr alle wisst, eine Preisspanne zwischen 300 und 1000 Euro ungefähr. Mal ist er total dumm und fährt gegen jede Wand, macht trotzdem seine Arbeit. Mal haben wir aber auch schon Laserscanner mit drauf oder eine Kamera, mit dem wir dann per App sehen können, wo ist er jetzt lang gefahren. Die Bereiche gibt es. Was ist da der Sinn für die Industrie auch? Wir können trotzdem solche Roboter nutzen in der Schwarmintelligenz. Man kann damit Personen von A nach B führen. Man kann versuchen, Überwachungssysteme zu installieren für ein Büro oder auch für die Industrie, um verschiedene Punkte anzufahren. Aber jetzt vielleicht nur ein Telefon in der Gegend rumfahren, aber keine schwere Kiste. Dafür haben wir dann die nächste Kategorie Richtung Summit XL. Da haben wir schon ein bisschen mehr Kraft, also zwei Personen kann der locker ziehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, sowas oder das andere aus dem At Work könnte schon eingesetzt werden, um kleinere Kisten in der Industrie sinnvoll von A nach B zu bewegen. Vorteil ist auch, dass wir, wenn wir aus der Linux-Welt kommen, können wir sehr leicht auf freie Navigation einsetzen. Diese Art von Roboter hat auch immer mehr Sicherheitskonzepte installiert, weil sie eben die Kraft hat, Personen oder Gegenstände zu schaden. Muss man aufpassen, dieses AGV hat jetzt zum Beispiel auch einen Laserscanner installiert, ist aber kein Safety-Laserscanner, ist einfach nur dafür da, um sich in der Umgebung zu orientieren und an der Wand entlang zu fahren. Wenn man jetzt aber Richtung Personenmischbetrieb geht, muss man eben gucken, dass man wirklich Safety-Komponenten verbaut, die sicher dafür sorgen, dass kein Schaden an Personen oder Gegenständen erfolgt. Dann sind wir aber in einer anderen Preiskategorie, wo wir dann schon Richtung den großen AGVs gehen. Da hätten wir zum Beispiel das Lab-Kabel-Konzept. Es geht eben auch darum, dass diese Roboter wirklich 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche eingesetzt werden können. Es sind viele redundante Systeme eingesetzt. Wir haben mehrere Safety-Laser-Scanner und sind da in der Preiskategorie jenseits der 50 bis 100.000 Euro. Im Gegensatz zur mittleren Preiskategorie von ungefähr 20.000, kann man also sagen. Und da sieht man einfach, okay, es ist wichtig, wenn man schwere Lasten sicher transportieren will, dann braucht man einfach eine gewisse Sicherheit. Und da geht es dann auch mehr in die Richtung klassisches SPS-getriebene AGVs einzusetzen, die wirklich sicher von A nach B können, ohne mit Linux, was vielleicht keinen Sicherheitskernel hat, sich mal verschlucken kann. Da muss einfach wirklich geguckt werden, dass das Ding sauber von A nach B fährt. Und darum geht man auch in die Richtung, das alles zentral auszusteuern, um kein Risiko einzugehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ROS, was viele Vorteile hat. ROS ist ein Roboter Operation System, so heißt es. Es ist aber keine OS, also kein Betriebssystem wie ein richtiges Linux. Es ist ein Framework. Ein Framework heißt in dem Fall, dass es sich um die Kommunikation kümmert. Es ist ein Standard in der mobilen Robotik, getrieben aus der Forschung heraus, mittlerweile auch immer wichtiger für die Industrie. Aber es bringt eben schon viele Standards mit sich, wie ein schönes
Topic oder Servers Kommunikationskonzept. Wir können hier viele modulare bestehende Lösungen einfach einsetzen. Und man sagt, ich möchte jetzt diesen Roboter bewegen, ich möchte dann autonom fahren lassen, dann hat man bis zu 10 verschiedene Lösungskonzepte, die es schon aus irgendwelchen Dissertationen oder teilweise auch von der Industrie eben gibt. Die kann man installieren, weil wir hier ein schönes modulares Konzept haben, ist alles gekapselt, die verschiedenen Topics können miteinander reden, weil Ross eben gesagt hat, wenn du zum Beispiel in der Navigation unterwegs bist, dann musst du die und die Topics bedienen und dann kannst du ganz einfach eine eigene Plattform unten aufbauen, die auf diese Topics hört, ohne dass es irgendwie auf die freie Navigation abgestimmt sein muss. Mittlerweile ist es sogar so, dass Ross jedes Jahr von der Community ein neues Release bekommt. Also hier ist eine große Community dahinter, die es auch immer weiter treibt. Genau, also man muss aber auch wirklich bedenken, das ist ein Open-Source-getriebenes Konzept, wie ich schon gesagt habe, viele Lösungen kommen aus Dissertationen heraus und das heißt, hier hat jemand sich ein schönes neues Konzept ausgedacht, was eine wunderbare Lösung für ein Teilproblem liefern kann. Man kann jetzt aber nicht einfach hergehen und sagen, hey, das ist eine coole Lösung, ich möchte damit ein Produktions-AGV in Betrieb nehmen und lass es einfach mal starten, ich habe ein Proof of Concept vielleicht gemacht. Aber wird man relativ schnell merken, auch wenn man hier in dem Messebetrieb mit einem Bluetooth-Controller in der Gegend rumrennt, merkt man relativ schnell, das ist nicht das Wahre. Das kann man nicht sicher, da kann man sich nicht darauf verlassen. Das bricht jederzeit ab, wenn hier zu viel Funk unterwegs ist. Und das Gleiche kann dir auch mit Proof of Concepts eben passieren, dass sie einfach nicht so sicher und getestet sind. Aber auf der anderen Seite haben wir mittlerweile auch immer mehr die Industrie drin, Ross Industrial, die sich darum kümmert, dass wir da zum Beispiel mit MoveIt Libraries haben, die finanziell abgesichert sind und immer weiter vorangetrieben und unterstützt werden. Ross Industrial ist eben kein eigenes Ross, also man sagt nicht, dass die Systeme komplett unterschiedlich sind, sondern man möchte eben wirklich auf dem normalen Ross aufbauen und stellt einfach gewisse Pakete zur Verfügung, die so abgesichert sind, dass wir auf jeden Fall noch weiter darauf aufbauen können, aber sagen, okay, die Navigationssoftware oder eine Steuerung von einem Arm ist eben so abgesichert, dass du es relativ sicher verwenden kannst. Wir können immer noch nicht von Safety sprechen, aber es ist zumindest eine gewisse Qualität des Codes da. Natürlich haben wir immer noch die Möglichkeit, dann eigene andere Lösungen einzusetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich fahre ein Regal hin, habe da noch eine Kamera installiert und möchte da jetzt eine eigene Applikation aufbauen, die teilweise auch nur für einen Test ist oder eben nicht so kritisch ist, wenn der Roboter zum Beispiel vor dem Regal steht und da nur entscheiden muss, greife ich es jetzt so oder so, dann kann man anfangen, eigene Lösungen zu implementieren und hat immer noch aus der Ross Industrial Sicht seine sichere Navigationspfade und kann so immer schön wechseln zwischen, ich habe ein sicheres Transportsystem, aber baue vielleicht noch experimentell meine neuen Lösungen auf. Gut, soweit zu Open Source und wie Ross jetzt hier die autonomen mobilen Roboter treibt. Jetzt möchte ich kurz auf meine Masterarbeit eingehen. Es nennt sich AGV on Semantic Edge. Was ist die Semantic Edge? Wir haben einmal von Siemens die MindSphere, das ist eine neue Cloud-Lösung und darauf bauen wir mittlerweile eine Edge auf. Die Edge besagt also nicht, man kann hier vom klassischen Edge-Computing-Konzept auch sprechen, wo es auch hingehen wird, dass man schwierige Aufgaben von den lokalen Robotern und PCs in die Cloud verlagert. Was wir hier aber machen, ist ein Kubernetes-System mit Docker-Containern. Man möchte quasi sagen, wir haben ein AGV, auf dem wir entwickeln und uns wirklich darüber Gedanken gemacht haben, wie die Dependencies sind. Alle anderen Libraries sind auf einem Stand, der Roboter funktioniert so. Ich habe jetzt quasi eine neue App geschrieben, lade die hoch in die Cloud, habe dann noch 100 weitere baugleiche Roboter und möchte jetzt ein Update fahren. Und das kann mir eben die Edge ermöglichen. Die Edge sitzt in der sicheren Siemens Cloud und wir können unsere einzelnen Anlagen aussteuern. Wir können sagen, wir fahren die Updates. Wir können sagen, ein Roboter hat jetzt ein gewisses Problem. Die Batterie funktioniert nicht mehr. Wir können von der ganzen Welt aus aussteuern. Wir müssen nicht on-site auf der Anlage sein.
Wir können eben die saubere Update-Funktion nutzen, um sicherzustellen, dass unsere komplette Flotte auf einem gleichen Software-Niveau ist, damit wir keine Inkompatibilitäten haben. Wir können aber auch hoffentlich bald dann einzeln auf die Roboter gehen, dass wir sagen, okay, der eine Roboter hat jetzt kein Hardware-Problem, sondern ein Software-Problem. Das möchte ich mir jetzt mal genauer angucken. Lass den Roboter in der Anlage stehen, fallen in den Sicherheitszustand und ziehe mir alle Daten raus. Und gleichzeitig möchten wir aber dieses ganze ROS-Konzept beibehalten. Wir möchten jetzt nicht sagen, dass die Apps komplett abgeschottet sind. Sie sind in einem Docker-Container, aber wir möchten es so gestalten, dass man wirklich das komplette ROS-System in diesem Docker verwenden kann. Vielleicht kann man noch eine hübsche grafische Oberfläche machen, um ein ROS-System vorzukonfigurieren, basierend auf Konfigurationsdateien, dass man sagt, okay, ich habe einen Roboter, der hat 4 Reifen, hat noch einen Roboterarm drauf, ist so und so groß, wir haben Lasersysteme, wir haben weitere Lokalisierungssysteme integriert. Das ist so ein Punkt, den ich mir jetzt in meiner Masterarbeit immer weiter anschauen kann, gerade auch, weil andere große Industriepartner wie Amazon oder Google sagen, dieses Feld ROS und AGVs ist immer wichtiger. Amazon hat jetzt mit ihren Robomakern zum Beispiel ein Konzept auf den Markt gebracht, mit dem man jetzt schon Standard-ROS-Komponenten wie die Kommandozeile in der Cloud bedienen kann. Man kann ARVIS, ein Tool, mit dem man sämtliche Sensordaten wie Laserscanner-Daten sehen kann, in der Cloud AWS sehen. Google auf der anderen Seite möchte mit ihrem Konzept Richtung Edge Computing gehen, dass man sagt, man hat ein Kamerasystem oder Lasersystem installiert, möchte aber nicht die ganze Prozessorleistung wie hier mit einem Xenon Intel-Prozessor alles ausrechnen, sondern sagt, man möchte die Hardware sich hier sparen, lädt die Bilddaten und Laserdaten hoch und daraus wird dann eine Karte erstellt, um den Roboter eben freie autonome Navigation zu ermöglichen. Also man sieht, große andere Industrieunternehmen investieren immer weiter Geld und wir müssen da auch schauen, dass wir mit unserer Siemens Edge-Lösung ein sauberes Konzept liefern, mit dem wir keinen auf den Fuß treten, mit dem wir keinem sagen, hey, du kannst jetzt nur ein Subsystem von ROS verwenden, sondern es ist ein offenes System. Man kann mit Docker alles machen und kriegt noch ein paar Bonus-Features obendrauf. Soweit zu meiner Masterarbeit und die Pläne für das nächste halbe bis nächste Jahr. Da möchte ich euch noch kurz zum Abschluss zeigen, was kann man jetzt mit ROS wirklich in kurzer Zeit erreichen. Wir haben hier unser AGV in München CT Perlach dabei gehabt. Das war eine Student Challenge, ein Hackathon. Wir hatten einen Tisch, um den wir einmal rumgefahren sind. Also ist es so, wir haben den Roboter selber mit dem Controller gesteuert, aber wie stellt der Roboter jetzt fest, wo er eigentlich ist? Da gibt es verschiedene Ansätze. Einmal kann man sagen, wir haben über die Reifen, die sich drehen, Encoder-Daten, können die aufintegrieren, sehen dann, okay, wir haben eine Linkskurve gemacht, die eine Seite hat sich schneller gedreht. Problem dabei ist aber, wenn wir auf dem Teppichboden sind oder irgendwelche Unebenheiten im Boden sind, haben wir das Schlupfproblem und können dann nicht sicher sagen, wie viel haben wir uns eigentlich gedreht. Dann können wir noch dazu nehmen einen Beschleunigungssensor, der uns eben hilft zu sagen, okay, wenn jetzt ein Rad komplett durchdreht auf der Stelle, denkt die Odometrie, wir haben uns jetzt einmal im Kreis gedreht, dabei merkt der Beschleunigungssensor, Moment mal, wir haben uns nur 2-3 Grad gedreht, alles okay. Da gibt es einen Kalman-Filter, der diese Daten zum Beispiel fusionieren kann. Dann können wir auf der anderen Seite sagen, lokale Sensoren wie Encoder, Laserscanner oder Beschleunigungssensor sind die eine Sache, aber es sind immer Abhängigkeiten da. Wir möchten jetzt ein Funksystem noch mit reinbringen. Da haben wir jetzt eben unser neues Thematik RTLS, was wir auch auf dem Hackathon dabei hatten. Es ist ein Funkortungssystem basierend auf UWB. Zwischen den WLAN-Standards bewegt man sich da. Und da kann man eben auch sehen, das UWB ist unabhängig davon, wie sich die Reifen drehen. Wir können immer eine Positionsabschätzung machen, haben aber eine gewisse Ungenauigkeit von 10 bis 30 Zentimetern. Und da muss man dann sagen, das ist auch nicht immer perfekt. Mal steht ein Stuhl da, der durch seine metallischen Eigenschaften die Funkwellen ein bisschen verschiebt. Und dann sieht man eben hier schön, dass das RTLS hier die blaue Linie bei einer normalen Rundung einen Zacken gemacht hat. Da war eben, wie gesagt, so ein Stuhl da drin, der die Abdeckung der einzelnen Access Points eben verdeckt hat. Auf der anderen Seite haben wir mit der roten Linie unseren Reifenencodern eine schöne gerade Linie, wo man sagen kann, okay, da ist es sehr verlässlich, das können wir benutzen und haben da einfach im MATLAB
Ja, im MATLAB haben wir mal einen Mittelwert gebildet, um zu zeigen, wenn man jetzt solche Systeme zum Beispiel über einen Kalman-Filter noch weiter miteinander vermischen würde, dass man da eine sehr gute Abschätzung von der Realität eben sehen kann. Zur Odometrie noch kurz. Hier oben sieht man eine sehr steile Kurve. Da ist es eben so gewesen, wir haben eine Rechtskurve gemacht, da war ein Kabelkanal, da ist er ausgerutscht, da hat er dann gedacht, okay, wir haben uns mehr gedreht, als eigentlich möglich war. Das macht in dem ersten Moment eigentlich gar nicht so viel aus, denkt man sich. Wenn man aber unten guckt, wenn man auf der gleichen Position rauskommen wollte, haben wir einen Versatz von 3 Metern gehabt. Solche Probleme summieren sich eben auf, wo man schauen muss, wie kann ich so eine Regelabweichung auch durch die Beschleunigungssensoren zurücksetzen, wenn ich zum Beispiel eine Landmarke habe, an der ich mich immer wieder zurückkalibrieren kann. Kann das aber auch vielleicht schon on the fly, nicht auf 0,0 cm, aber mit meinen 10 cm vom RTLS konstant wiederkriegen. Hier sieht man auch schön, wir sind bei 0,0 gestartet mit dem RTLS, sind aber vielleicht bei 20 cm Abweichung wieder gelandet. Das haben wir auf unserem Student Challenge gemacht. Das gleiche kann man dann noch schön bedingt durch das ROS-Konzept, haben wir uns da einfach noch ein paar kleine Python-Skripte geschrieben. Die haben wir eingesetzt, wir haben die Standard-Schnittstellen vom ROS genutzt, haben uns die Daten exportiert und dann in einem Siemens-Tool anzeigen lassen. Wir sprechen jetzt von NXMCD, mit dem wir zum Beispiel digitale Zwillinge von Maschinen erzeugen können. Haben wir auch einen digitalen Zwilling von einem AGV fahren lassen, der dann eben den entsprechenden Linien von der Odometrie und dem RTLS nachgefahren ist. Sowas kann man dann noch in eine digitale Fabrik mit reinbringen und sieht dann eigentlich recht schnell, wir müssen schauen, dass wir alle unsere Sensordaten so sicher machen, dass wir hier nicht irgendwie in eine Anlage reinfahren. Genau. Dann noch kurz Richtung autonome Systeme. Was wir auch auf dem Hackathon gemacht haben, ist uns die adaptive Monte-Carlo-Lokalisation anzuschauen. Hier haben wir uns jetzt rein auf die Laserdaten gestützt, keine anderen Daten genommen. Man sieht hier den Raum, in dem wir uns bewegt haben. In der Mitte war hier eben der Tisch. Wir sagen, wir möchten uns jetzt bitte initialisieren, ohne dass wir uns bewegt haben. Und dann fängt der Monte-Carlo-Algorithmus an und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns überall im Raum befinden, ist gleich groß. Sobald wir uns aber anfangen zu bewegen, verdichtet sich diese Punktwolke um unseren Roboter herum und zeigt uns dann auch eine genaue Position. Und das alles in 2 Tagen ist schon wirklich eine coole Leistung. Klar haben wir jetzt keinen Algorithmus selber geschrieben, aber wir konnten innerhalb kürzester Zeit uns verschiedene Lokalisierungsmethoden angucken. Wir hatten unsere Plattform, die wir austauschen konnten. Da muss ich sagen, Open Source bietet gerade in der Entwicklung ein großes Potenzial, aber wenn wir auch uns bedenken, wenn wir jetzt immer mehr Kunden haben, die ihre eigenen Business Logics oben drauf setzen wollen und nicht zu uns hinrennen wollen und sagen, hey, ich will jetzt hier eine kleine Änderung haben, kannst du uns mal das ganze SPS-Programm umschmeißen? Dann hat man da immer weiter Vorteile und ich hoffe, dass wir auch weiter diesen Drive bei Siemens behalten können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne stellen. Genau, gibt es jetzt schon irgendwelche Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ansonsten wollte ich fragen, wie sehr wird, du hast ja ein paar Bilder gezeigt, wie sehr wird diese Technologie bei Siemens aktuell schon eingesetzt oder andernfalls, was ist deine Aussicht auf Jahre gesehen? Wie viele Jahre wird es dauern, bis wirklich der Punkt kommt, wo es dann zum Beispiel überwiegt? Also ich muss sagen, wir bei Siemens wollen keine Roboter in dem Sinne verkaufen, wir wollen nur Lösungskonzepte verkaufen. Wir wollen sagen, unsere Hardware ist bereit dazu, fähig dazu, den industriellen Standards aus der Hardware-Sicht und der elektronischen Sicht standzuhalten. Unsere Hardware ist auch dafür fähig, solche komplexen Punktcloud-Algorithmen zum Beispiel zu berechnen. Das sage ich, das möchten wir machen und ich glaube auch, dass es immer mehr kommt. Also es gibt in München zum Beispiel Magazzino, ein großes AGV. Ein großes HEV-Unternehmen, wo wir auch teilweise mit involviert sind. Dann in Nürnberg gibt es zum Beispiel die Firma EvoCortex, wo ich es auch sage, das ist eine coole kleine Firma, die ein cooles Konzept hat für Transportroboter. Also das Thema wird immer mehr kommen und Siemens wird da auch hoffentlich dranbleiben. Okay, alles klar, danke. Ansonsten denke ich, stehst du auf jeden Fall beim Siemens-Stand jederzeit noch für Fragen zur Verfügung. Und dann haben wir jetzt 5 Minuten circa, bis der nächste Vortrag anfängt. Vielen Dank.